So, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashstate und heute schauen wir uns doch mal an, was es mit diesen angeblichen Grafik-Downgrades auf sich hat, wie man das Problem beheben kann und wieso es überhaupt entstanden ist. Das Problem ist ziemlich simpel erklärt. Viele Spieler beschweren sich aktuell über schlechtere Grafikqualität und das seit dem neuen Patch. Bevor wir uns aber anschauen bzw. damit auseinandersetzen, warum das überhaupt passiert ist oder ob das überhaupt ein richtiges Grafik-Downgrade war, will ich euch erstmal zeigen, wie man das vermeintliche Downgrade umgehen kann, zumindest auf PC. Auf den Konsolen ist das in diesem Fall nicht möglich. Übrigens, wenn sich die Auflösung während des Spielens auf der Konsole verändert, dann hat das nichts mit diesem Problem zu tun. Wenn sich die Auflösung verändert, dann macht es das nur, um die Framerate stabil zu halten, damit es weniger laggy erscheint. Wenn ihr aber auf PC spielt, dann könnt ihr unter Dokumente im Battlefield 1 Ordner unter Settings alles außer der ProfSave und ProfSave Backup Datei löschen. Ich würde euch anraten, immer ein Backup zu erstellen, also vom gesamten Battlefield 1 Ordner, den man in den Dokumenten findet, nur für den Fall, dass irgendwas kaputt geht bzw. irgendwas nicht mehr so läuft, wie es sein sollte. Ich habe es zwar auch mal getestet und danach lief noch alles, aber man weiß ja nie. Falls ihr nichts löschen wollt oder falls ihr das jetzt schon gemacht habt mit dem Löschen und so und es immer noch nicht richtig läuft, dann könnt ihr auch nochmal versuchen, das Spiel neu zu starten, im Hauptmenü jetzt die Grafikqualität auf Auto zu stellen und jetzt einen Server joinen und die Grafik richtig einstellen. Sprich, man geht ins Hauptmenü, stellt das alles auf Auto, jetzt sucht man sich einen Server, joint drauf und stellt das alles so ein, wie man es eben haben möchte. Beide Lösungen, also das mit den Dateien, die man löschen soll, und auch die andere Lösung danach, stammen übrigens aus dem Battlefield Forum. Den Artikel bzw. diesen Post dazu habe ich nochmal in der Beschreibung verlinkt, falls dort nochmal Neues gepostet wird. David Sirland, ein Entwickler des Spiels, hat auf Twitter übrigens auch darüber gepostet, wieso man vermeintlich schlechtere Grafik hat. Er hat auch gesagt, dass es keineswegs ein Downgrade im Sinne von "wir machen jetzt alles schlechter" gab. Stattdessen wurden die Texture Pools angepasst, sodass Texturen besser laden. Im Gegenzug kann das aber natürlich auch bedeuten, dass man teilweise und zu bestimmten Zeitpunkten schlechtere Texturen sieht, aber dafür werden andere Probleme wie zum Beispiel die fehlende Waffe beim Spawn und solche Dinge behoben. Diese Änderungen sollten übrigens keinen negativen Effekt auf die Performance haben, so sagt Sirland. Als ich zum ersten Mal über dieses Downgrade gehört habe, da dachte ich mir eigentlich schon, dass es sehr hardware-spezifisch ist, denn mir ist keine schlechtere Grafik aufgefallen und dadurch, dass Sirland auch schon gesagt hat, dass dieses Problem eigentlich nur eine Änderung des Ladeverhaltens der Texturen ist, liegt es vielleicht auch einfach nur an der Hardware. Ich spiele zum Beispiel in 1440p, das Spiel liegt auf einer SSD und da fällt mir wie gesagt gar nichts davon auf. Das soll jetzt auf keinen Fall heißen, dass es generell keine Probleme gibt, denn dass es Probleme gibt, das ist ja offensichtlich. Es gibt einige Leute, die das irgendwie bemängelt haben und das jetzt erst seit dem neuen Patch und das passt ja auch gut zusammen mit dem, was Sirland sagt, nur naja, scheinbar sind es halt Probleme, die nicht jeder hat. Wieso das Ganze jetzt dann aber behoben werden kann, indem man das macht, was ich vorher erklärt habe, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Naja, wichtig ist ja auf jeden Fall, dass DICE daran arbeitet und im Dezember kommt ja noch diese neue kostenlose Karte namens Giant Shadow und vielleicht sehen wir dann auch schon einen neuen weiteren Patch, der dieses und andere Probleme beheben kann. Wenn ihr die Probleme mit der Grafik beheben konntet, indem ihr die Dinge aus dem Video ausprobiert habt, dann lasst es mich auch gerne in den Kommentaren wissen und wenn ihr schon da unten seid, dann würde ich mich noch sehr über einen Daumen nach oben auf das Video freuen. Und falls ihr keine weiteren BF1 Videos verpassen wollt, dann freue ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von euch. Also dann Leute, das war's auch schon wieder für dieses kleine Video. Ich wollte euch eigentlich nur kurz diese News präsentieren und vor allem dabei helfen, dass möglichst viele von euch diese Probleme beheben können. Also dann Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.